gab es jetzt halt ein zweites Mal. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. So, da fahren Sie erstmal ganz ruhig und fröhlich hier auf uns alle zu. Hier 17 ist vorne, das ist Finn Algebers. Ja, Finn Algebers hat eben als Fünfter den Punkt bekommen, aber wir dürfen mal rumschwärmen, also das ist so, dass wir diesmal eingefähren den Wettbewerb haben. Aber das ist hier zu den Top-Leuten gehört. Also Algebers macht das gut in seinem Honda, ist vorne die 1184 vor der 1110, also dann Löschmann und dann dahinter, das ist Max Lippe und Max Lippe hat eben gewonnen. Und deshalb könnte der sich einen zweiten oder dritten Platz aus erlauben. Aktuell ist er noch Dritter, ist aber jetzt hinter dem zweiten ganz klar, ist dran, guckt schon, wo der so herfährt. Nicht einmal seine Fahrlinie darüber. Und dann denkt er sich bestimmt was Schönes aus, wo er ihn denn überholen kann. Wie gesagt, im Moment, da löst man. Der zweitplatzierte aus dem ersten Vorlauf aktuell auf der 2. Und ganz vorne, das ist mit der Startnummer 1170 weiterhin Finn Algebers. Der das wirklich hervorragend. Ja, der fährt ganz schön ruhig und aufgeregt. Ich habe dir das eben gesagt, daran erkennst du einen guten Rennfahrer, der nicht viel lenkt im Auto. Genau so ist es. Er sitzt ganz nah hinter dem Lenkrad. Versucht immer noch ein bisschen schneller zu werden. Hier im Supermarkt hat es übrigens auch so gemacht. Dem ging es nie schnell genug. Der hat seinen Kopf dann immer noch in Richtung Lenkrad beschäftigt. Er ist auch in den Kurven mit dem Kopf immer mitgegangen. Aber das war halt so ein kleines Stein, Auto zu fahren. Geht der Führende, jawohl, dann geht Finn Algebers in seine letzte Runde. Es sieht so aus, als würde der Lösmann ein bisschen aufkommen. Hat jetzt wieder eine Chance, dass er sich in den Lösmann lässt ein bisschen absitzen. Also der ist ein bisschen von der Rolle, würde ich sagen. Und die Startnummer 1190, Alina Steckert ebenfalls aus Südbronn. Der dann alle. So, da hat sein Führungswechsel gegeben. Rote Flagge, Red Flag, rote Flagge. Ich kann nicht sehen, warum.